Stell dir vor, die ganze Zeit so, nee, mach das mal weg, das ist zu asozial, und das Birkin-Bild so drüber, so perfekt. Jetzt ist es perfekt. Ey, Mala. Ja. Mala. Ala, ala. So. Ich hab das doch gerade geändert, ey. Boah, mich, Morty. Theo, guck mal da, auf dem Boden. Fett. Fett! Guck, wir rapen jetzt vorhin, sagen wir einfach so, du bist aber nur so ein Fett. Was hat denn der jetzt eigentlich gemacht? gar nichts. Also Freunde, willkommen zu TDT jetzt. Ja, Alkan downloadet immer noch, ist auf jeden Fall super und es gibt mal wieder eine Begrüßung. Es gibt mal wieder eine Begrüßung. Es gibt mal wieder eine Begrüßung. Ausgerechnet jetzt gibt es eine Begrüßung, obwohl wir es auch gar nicht anfangen können. Ja, genau nicht. Weil Alkan wie immer ewig lang. Ja, Leute, jetzt könnt ihr euch eine halbe Stunde lang Bullshit-Material anschauen hier, bis der Alkan sich rafft. Tja, das ist halt. Tja, so ist das Leben, wenn man halt. Jetzt singen wir eine halbe Stunde lang Fabian ist Fettsack. Tja, so ist das halt nun mal, wenn man eineinhalb Monate oder so kein TDT gemacht hat. Tja, ne? Ja, dann müsst ihr. Das kam eine Zeit lang nicht. Lösch dich, Alkan. Kam halt schon eine lange Zeit nichts mehr. Deswegen müsst ihr jetzt mal langsam die Ansprüche ein bisschen runterschrauben, weil immerhin kommt jetzt was, auch wenn es nur ein Gammelpart ist. Ist ja besser als nichts. Tja, also nach eineinhalb Monaten müssen wir halt so einen Part mal bringen, weil dann haben wir nämlich mehrere Parts im Voraus, so wisst ihr, was ich meine? Also, da kommt nämlich dann verteilt. Also mit sowas muss ich euch halt zufrieden geben dann, weil sonst gibt's wieder 2 Jahre keinen Part mehr. Ja, eben, also das ist dann so, dass wir wahrscheinlich jetzt hier erstmal ein paar Parts machen. Und also dieser Part ist ja so ein extra Part dann natürlich hier. Das ist ein geschenkter Part, also warum nicht an? Also ich meine, Quantität geht ja über Qualität, das wissen wir ja alle. Und deswegen, Freunde, hier erstmal an der Stelle haben die eigentlich schon. Oh, Aim Hack! Ich wusste das, damit eine Sache ganz Zeit Joker. Installiert. Joker, haben die von Pringles schon bezahlt? Also, Joker. Die E-Zigarette ist super. Ja, Pringles hat bezahlt, das kannst du auch laut sagen. Also, E-Zigarette wert alles seine. Also, Freunde, hier Pringles Tortilla, El Nacho Cheese, die schmecken komplett geil. Aber wobei, das so richtig. Echt, Remco. Was? Die haben nur 1 Million geboten. Fuck. Ja, also, die kann man sich zwischendurch mal gönnen, vielleicht. Wenn ihr Bock habt. Also, sind das nicht ganz so geil, aber. Leute, ich habe einfach meine Bumme außerhalb des Levelrands geworfen. Junge, Kim, du bist echt. Kim, du bist echt ein asozialer Wichser, Alter. Der hat schon wieder das Ding gesprayt. Ich hab das schon längst geändert. Joker, warte. Halt's Maul, Alter, ich hab's doch gerade gesehen da hinten. Joker, hör mal hin. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Oh. Ich stell dir vor, so ein Product Placement, die bieten dir so. Perfekt. Perfekt. Stell dir vor, der joint so rein und spielt es ab. Der Dab dann so erstmal. Wo ist eigentlich Theo hin? Ey Joker, stell dir vor, so ein Product Placement, die bieten dir so 1 Million und sagst du, so, ja, für 1 Million kann ich aber nicht. Ey Kim, machst du das wirklich gerne? Dann join mal wieder neu, weil das sieht man. Ich hab das ja vorhin auch gerne, ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen. Ey Joker, stell dir vor. Join einfach neu, dann ist besser. Nee. So ein Angebot. Ey, wo ist eigentlich Theo? Oh, Feier ruft an. Warum? Feier ruft an. Echt? Was geht, Feier? Was wollt ihr? Bist du daheim? Nee, warum? Ach so, weil wir nehmen gerade TDT auf. Ah ja, komm her, Remco. Ey, sag mal, der soll irgendwas sagen. Ey, seid mal still, ich verstehe Feier nicht. Was hast du gesagt, Feier? Nimmt heute Abend auch noch auf, weil... Ich weiß nicht, aber ich bin heute Abend auch im Geburtstag, dann bin ich halt weg. Ich bin auch heute Abend nicht da. Ja, scheiße. Und Theo ist auch nicht da, sagt er gerade. Ja, aber Feier, sag mal was für die Zuschauer. Meine Freunde. Nächster Part schon wieder. Ja. Also das ist ja so ein Schrottpart. Und so ein Schrottpart. Das ist so ein Schrottpart, wo wir einfach nur rumlaufen und nichts machen. Aber damit müssen die sich halt zufrieden geben, weil dann 2 Monate nichts mehr kam. Ich saß nur da und hab gar nichts gemacht. Dann lass das mal Joker, wenn der Jungs so da sind, dass wir das dann auch noch mal machen. Jo, also Digi, bis später, ne? Ich saß. Bring Döner mit. Ciao. Bring Döner mit. Ciao. Jungs, ich kann's nur noch mal fragen. Wie heißt dieser Scheißvogel im Teeshop? Weil ich sehe da kein Vogelemblem bei mir.
Du weißt nicht, wir kennen halt echt auch nicht. Da schau mal, dass Feier erst heute Abend kommen würde dann. Ja, dann bin ich halt kann halt sein. Ja. Bin halt auf dem Geburtstag, was wir noch machen. Ey, ich schreib ich komm nicht. Ich schreib den so, ich komm nicht, du Wichser. So einer meiner besten Freunde, ich sag so, nö, ich zock jetzt. Was geht? Boah. Ey, Daulu, ist immer noch Dubloop. Ist bei dir immer noch Dubloop, Alkan. Was willst du, du Esel? Ist bei dir immer noch Dubloop. Ey, du Kackbohnen. Und das dauert 10 Jahre. Also, das steht da ganze Zeit und lebt überhaupt nichts. Das Dubloop, oder was? Ich schicke jetzt Feier ein Foto von Pringles, dann kommt er vielleicht. Das Dubloop downloadet oder was? Nein, Popcorn-Zeug, so ein Scheiß. Ey, Joker, schicke jetzt Feier ein Bild von den Pringles. Das dauert 10 Jahre, das installiert nicht mal ein Balken, das steht da schon seit 10 Minuten. Popcorn! Wer schießt denn da? Was? Popcorn! So ein schwuler Scheiß, ihr habt so viel unnötigen Scheiß geredet. Ich weiß nicht, ob was Popcorn ist. Ich weiß, das ist wichtig. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst, was für Wieso ist Joshua Dietz auf Facebook mit Fires Vater befreundet? Toll, Munis leer. Ah, geleakt. Joshuas Name. Ey, ich starte gleich den Download 9 jetzt mit. Wollt ihr wissen, wo Joshua wohnt? Seit 20 Minuten. Stell dir vor, jetzt zufällig schaut Joshua so in den Part und schreibt dann so, Remco, willst du wieder aufs Maul? Hammergeil. Dann sieht den Part so komplett random und sagt dann so, Remco, willst du wieder auf die... RDM! Von so einem Trash-Part. So ein Trash-Part. Joker! Dann hängt er so Jokers Kanal. Und schreibt so, macht so als Profilbild und kein Nacken, der so ein... Joker, willst du vielleicht mal den anderen sagen, was wir gestern auf einem bestimmten Discord... Ey, stimmt, wir waren Feier aus vom Ding. Aber das haben wir ja auch schon bei Fortnite gesagt und zwar, aber Remco weiß jetzt nicht, was wir da gemacht haben. Darf ich das sagen? Wir waren auf dem Discord von... Ey, wer... Was, von wem? Von der Jagd, du bist LP, ich hab den gestern... Ja. Remco hat RDM't oder einer von euch RDM't hier. Irgendjemand hat mich gerade in Brand gesteckt. Erstens hab ich gar nichts gemacht und zweitens ist das eine Schrottaufnahme, also was juckt dich das? Ja, egal. Ey, das Lustige ist, Remco, ne? Auf dem Discord von Ayman Abdelak hatte jeder Rechte, so Admin-Rechte, ja. Stell dir vor, du fragst so, ja, Admin, der so, yo, safe, bro. Nee, du hattest halt so Mitgliederrechte, ne? Theo. Du hattest so Mitgliederrechte, ne, Remco? Ja. Und Theo. Damit konntest du sogar... Was? Ich höre dich nicht, Kim! Den Servernamen umändern und alles. Du konntest sogar das Profilbild ändern und alles. Ich würde den Server komplett schrotten. Dann rastet er so richtig auf. Wir konnten sogar neue Channels erstellen, wir konnten Leute muten, move. Und bannen, ne? Ne, bannen leider nicht. Aber das ist ja witzig. Wir konnten sogar einen Bot da reinfügen, ne? Das heißt, wir hätten uns vielleicht selber Adminrechte irgendwie ergeaten können. Stell dir vor, du kommst da so random drauf und bannst dann einfach so ein. Bannst einfach den Serverinhaber, das wär's. Ja, das wäre echt witzig gewesen, so da ist ein Tag so AFK und nächsten Tag sieht er so, you were banned from this. Als ich vorhin gesagt habe, Theo, weißt du. Stell dir vor. Da habe ich einfach gesagt, du warst es. Das ist so eine einem Namen. Kim, ich höre dich so, kein bisschen! Das ist so Jan Dumas. Das ist so Jan Dumas Server. Ich hab dich schon auf 200%, Digga. Das ist so Jan Dumas Server, der ist so einen Tag dann nicht da und am nächsten Tag steht, heißt du schon. So Kim, geh näher an dein scheiß Mikrofon ran, du Wichser! Ja, jetzt ist besser! Junge, ich bin auch schon die ganze Zeit am Mikrofon! Ja, dann schreibt eben gerade warst du sau leise, Mann! Ey, Schnauze! Dann schreibt Ayman so... Ja, Junge! Perfekt, so! Lass doch mal jemand ausreden! Remco, du sagst mir nicht, weil ich die Schnauze zu halten hab! Voll random, ich bin Theo und random ist nicht geil. Ja, was wollt ihr jetzt Remco sagen? Stell dir vor, Ayman ist dann so einen Tag AFK und kommt dann wieder zurück und schreibt dann so, was habt ihr mit meinem Server? Und Joker schreibt dann so, verpiss dich vor meinem Server. Ey, Remco, das Lustige ist, ne, der war halt da, ne, und hat uns auch geschrieben, was habt ihr mit dem Server gemacht und so. Kim ist leise, ich übersteuere, das gleicht sich aus. Vor allem, der hat mir die Schuld gegeben, ne? Obwohl man in den Audit-Logs, also
einen Admin-Logs, halt Audit-Logs nennt man das, ja, kann man sogar sehen, dass Alkan alles umgestellt hat. Das kann man halt sehen und das kannst du auch nicht rauslöschen und alles. Ich stell dir das so vor, ja, der ist so einen Tag weg und oh, erobert so den Discord und dann fragt er so, was habt ihr mit meinem Server gemacht? Und du schreibst dann so, was für deiner ist meiner, du Hurensohn, verpiss dich. Und dann bannst du den so. Stell dir vor, der hat auch noch so bezahlt für den Server. Ja, brauchst du bei Discord gar nicht. Ja, ich weiß, aber stell dir vor, da hat so ein Premium. Emko, ich wollte jetzt gerade einen Pimmel in den Rasen schießen und dann kommst du und ja. Ja, es ist jetzt eine Rechtfertigung, mich umzubringen. Na, ey! Jetzt bist du selber schon! Du hast jetzt meinen Penis kaputt gemacht! Das ist mein Headshot. Ja, was macht ihr denn? Ey, Joker, stell dir vor, kriegst du so ein. Danke, Joker! Kriegst du ein Product Placement-Angebot, die bieten so 1 Million, dann sagst du so, ja, also für 1 Million kann ich nichts Gutes zu einem Produkt sagen, da muss es schon mehr rausspringen. Bei 1 Million sage ich nur, dass es okay ist. Ey, Bala. Bei 5 Millionen sage ich, dass es... Lang geladen hat wegen der Map? Bei 5 kann Millionen sage ich, man kann es sich gönnen und bei jetzt 100 Millionen sage ich, es ist geil. Diese Popcorn-Scheiße. Ah, die ist mal installiert, so. Mann, ich hab... Oh, Junge, ich... 5 Millionen rausspringen. Sag doch mal hier! Boah! Guck mal, dann ist Feier einmal nicht da, dann muss Theo einspringen. Warum muss ich dann einspringen? Ja, weil du übersteuert hast. Ja, ich übersteuere doch immer, du Idiot! Das hast du doch selbst ausgesucht. Guck mal, so wie Feier Vlogs, du sagst, ja, Remco schneidet den Vlog, das hast du dir selbst ausgesucht. Und ich so, hab ich nicht. Und der so. Wisst ihr was? Jetzt, seid mal alle kurz still, bitte. Hallo, was geht? Der hat dich runtergepegelt! Ja. Das hat er jetzt schon 30 Mal gemacht und das ist der ultra witzige. Ist ultra witzig auf jeden Fall, Comedy Gold. Wenn das nicht deutsche Comedy revolutioniert, weiß ich auch nicht, Alter. Hallo. Ja, Theo. Das ist Theo. Theo, kann sein, dass du im Tee. Hallo! Bist du im T-Shirt? Ey, jetzt halt die Fresse! Ja, ich bin. Meine Fresse, Alter! Das war witzig, Alter. Ey, Kim, jetzt mal ohne lass mich mal kurz am Leben. Moin, Junge, Alter! Witz gesucht, auf jeden Fall. Ja, Mann, das ist Comedy Gold. Ey, guck, Feier sagt so: Ja, Joker, du schneidest einen Vlog, oder? Ja, oder Remco schneidet. Theo, bist du im Shop? Und ich schon, nee, mach ich nicht, und der so, du hast dich selbst ausgesucht. Bist du im Shop, Theo? Er sagt einfach so, du machst das, und sagst, hast du dir selbst auch eingebrockt. Jungs, ich glaub, Theo ist. Wieso musst du selbst wieder auslöffeln? Ja, wir spielen so richtig ernst, Kim, schon die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Und dann sagt er so, ja, der ist Tee. Ja, hallo, der bewegt dich doch nicht, der ist doch Tee. Das ist ein Trash-Part. Junge, der ist Tee. Oh, Tee muss weg. Ja, okay. Wer ist denn Topfer? Ja. Der versteht keinen Spaß. Saß. Hey, ist er? Nee, was ist mit denen? Keine Ahnung. Disconnect der by ist, User. Der ist ne Muschi. Ja. Danke, ihr Wichser. Jetzt sucht euch einen anderen, der mit eurer TDT zockt. Wieso? Ja, was? Hä? Hä? Hä, was ist los? Gibt's eigentlich Windows 9? Nein, nur Windows 11. Hä, wieso bist du jetzt abgehauen? Windows ja, wer 11. hat mich gemutet? Ich weiß keine nicht. Keine Ahnung, ich mach hier absolut nichts. Ich bin in Garry's Mod und zwar ich nehme hier die ganze Zeit auf, wie soll ich das denn? Obwohl, ich musste auch irgendwann in den Channel rein, weil mich irgendjemand immer moved. Ja, das war Kim, glaube ich. Lol, was war denn das für ein kranker Schuss? Junge, was war das für ein Schuss, ey? Junge, das musste eine Aufnahme sein, ich hab den nicht mal gesehen, ich hab einfach nur so geschossen, einfach aus Reflex. Also Ariane macht doch bestimmt mit bei TDT. Safe, Ariane, ja, wahrscheinlich mit 1K leider. Sind wir eigentlich im Ehrenhater? Und da kannst du reinjoinen und dann beschwärmen wir uns. Ja, wir sind im Ehrenhater. Jetzt müssen wir erstmal alle da ins Aufnahmedeveloper move. Ja. Ist ja ganz klar. Joker! Nachher kommt Ariane so rein und so, Ariane, die kommt. Joker, meine ganz blöde Frage: Wie heißt dieser Vogel im T-Shop? Hab ich doch schon geschrieben, Alter, so. Immer noch. Los, BP. Kann sein, ja, Theo ist T. Komm, wirf die Taube auf mich. Nee, komm. Ich bin nicht T, du Wichser.
Ja, wie heißt der Joker? Ich bringe dir den Chat nicht. Das bin ich auch ernst. Danke. Der ist ungefähr in der Mitte. Danke, jetzt hab ich's gesehen, Der ist rechts unten von der Drachenlord-Bomb. Bomb. Danke. Ganz ehrlich, Remco. Wie gut das ist. Alkan! Bomb. Was? Wie gut, dass du es so perfekt weißt. Ja, weil ich auch Tee bin. Alter. Bomb. Wir brauchen irgendwie so ein Item, wo... Ein Big Mac Menü und Cola! Das macht dann 10,75 an der Kasse. Schon falsch. Ich glaube, das war sogar richtig. Nee, ich glaube nicht. 10,75 war falsch. Ey Leute, wer bin ich? Joker. Mein Vater! Frank! Joker, guck mal, schau dir mal die Leute. Guck dir die Joker, mal an. Joker, jetzt kannst du ein paar zensieren. Jawoll! Hallo. Was? Hast du es gehört, Joker? Theo hat den Namen gesagt. Welchen Namen? Von Feuers Vater. Ich muss das dann zensieren, weil dann sage ich es auch nochmal. Du musst es auch nochmal. Junge, halt die Fresse, Alter, ich mach einen Scheiß. Guck mal, sag Alkan's auch nochmal. Nochmal zensieren. Nein, Alkan kann den Namen nicht mal richtig aussprechen. Sag immer sowas an. Joker. Franz. Alles klar, aber war nicht schon wieder. Toll. Ja, viel Spaß beim Zensieren, Joker. Ich mach ja, nix, Alter. Namen, warum soll ich das Joker noch machen? Joker schickt Theo die Datei und sagt, hier, viel Spaß. Sagst auch nochmal den Namen jetzt? Oder schreibst du den Chat? Cool, Alter. Tja, Ghetto, mein Level würde ich mal sagen. Ich hab dich die ganze Zeit verarscht, bis ich den kaufen konnte. Jetzt wird irgendwas mit Star Wars installiert. Ihr habt echt irgendwie gute Addons. Hör mal hin. Star Wars, wer kennst du es? Ich sag ja, Star Wars ist geil, weil geil. Achso, jetzt wird irgendwas mit Star Wars. Star Wars ist geil, weil geil. Jetzt wird irgendwas mit. Okay, klar. Ala. Weiß Vater! Was hab ich da? Ich hoffe, ich wollte ihn nicht mal treffen. Wen hast du getroffen? Was ist denn? Ja, soll ich wieder Videos machen? Ich mach die ganze Zeit so einen Jumpshot und gebe ich Remco so einen Headshot. Ja, Theo, du bist Tee, ne? Und Remco so toll. Geil, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich den abschießen kann, dann wäre ich glücklich, den Vogel. Auf eine Person ziehen und einfach drücken. Links-Klick einfach. Auf eine Person. Ja, du musst halt die Person. Wollt ihr mal die beste Marke wissen? Hier, warte. Mr. Chock, Milchfreunde. Milchgrüne Haselnuss, Vollmilchschokolade. Die beste Marke ist Stardrink. Junge, nee, die beste Marke EU West Booster. Das stimmt. Wer hat da in der Küche so gesagt? Ja, stimmt. Das hab ich gesagt. In der Küche. Nein, ich hab das stimmt gesagt. Warst du in der Küche? Nein, ich hab ja auch keine Küche neben meinem Zimmer. Dann geh in die Küche und mach mir was zu essen. Nein, ich war nur gerade so ein bisschen an der Seite, deswegen hat es vielleicht. Das ist Arianes Aufgabe. Okay. Ich hab mir eine Flasche Starbring Apfelschorle. Genau. Aus meinem Rucksack. In der Küche. Stell dir vor, man hört so die Mutter im Hintergrund, wie sie sagt, so, ja, das stimmt. Stell dir vor, du schreist so richtig laut, Booster ist geil, im Hintergrund so, die Mutter so, ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben, mein Sohn. LOL! Guck mal, ich hab geschrieben, komm, TDT, und jetzt Mike so, okay. Der kommt. Sie ist im Willkommenraum, Joker. Echt? Was geht? Jo. Wer ist das? Mike. Na, was geht? Hallo. Kommst du rein, damit der Part ein bisschen gut wird, weil dann... Ja, guck mal, schon seit einer halben Stunde nehmen wir hier auf, wie wir einfach nur gar nichts machen, weil wir halt nur zu viert sind, weil Alkan noch downloadet. Alkan muss downloaden. Mike, hast du eigentlich die Sachen schon? Ich denk schon. Der müsste doch eigentlich haben, oder nicht?
Wir haben ja nichts Neues dazu. Nein, bloß nicht. Haben wir auch nicht. Du bist einfach nur ein Loser, der einfach alle Sachen nicht hatte. Du bist ein Loser, wie wär's denn damit? Welcher Loser braucht bitte Star Wars? Star Wars, bam. Star Wars ist geil, weil geil. Oder wie Feier sagen würde Star Wars. Feier würde sagen, Star Wars ist gay, weil gay. Am Nick, am besten noch Rick and Morty irgendwie. Wisst ihr eigentlich, dass alle Serien, die es gibt, gay sind? Ganz genau, Rick and Morty. Ja. Gay Morty. Ja, siehst du, Mike ist drin. Okay. Perfekt, Christian auf jeden Fall. Seht ihr schon selber, das ist geil. Jetzt endlich mein. So, das war's mit dem Part, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tja.